Hallo Freunde, willkommen zurück in der Welt von Horizon Zero Dawn. Und ja, ich stehe oder knie jetzt hier im hohen Gras, weil ich da fast erkannt worden wäre von dem Wächter. Und der Typ, der nervt hier gerade so tierisch. So, dann reden wir jetzt mal kurz mit ihm. Du redest mit einer Ausgestoßenen? Ich brauche Hilfe. Da ist mir alles egal. Wo liegt denn das Problem? Quält dich dein Bein? Ich bin egal. Es ist meine Tochter Arana. Sie ist in Gefahr. Sie ging bei Mutters Wiege einem Plünderer nach. Ich fürchte um ihr Leben. Ich kann kaum aufstehen, geschweige denn ihr folgen. Hilfst du mir suchen? Natürlich. Warum jagt deine Tochter allein einen Plünderer? Ich bin schuld. Ich folgte ihm und er hat mein Bein zerfetzt. Ich bin nur knapp entkommen und mein Speer steckt noch in der Maschine. Es war ein Speer von Edena, meiner Frau, die letztes Jahr starb. Er bedeutet Arana alles. Sie will ihn von dem Plünderer zurückholen. Tja. Du sagst, Arana wollte zu Mutters Wiege? Ja. Südöstlich von hier. Ich habe es ihr verboten, aber seit ihre Mutter starb, benimmt sie sich unmöglich. Verdammt sie mich an. Witwer und Krüppel dazu. Ein Vater, der seine Tochter nicht findet. Bitte, hilf mir bei dieser Sache. Du weißt schon, dass die Stammmütter dich verstoßen können, weil du mit mir redest. Mir egal. Ich wollte sie selbst suchen, aber mein Bein hat versagt. Finde sie. Für ihre Sicherheit akzeptiere ich jede Strafe. Okay. Ich tue, was ich kann für deine Tochter. Bring sie in Sicherheit. Ich flehe dich an. Ich vertue mich im Moment immer noch mit Sit und Ducken. So, Moment. So, damit haben wir das Fleisch fertig. Das hilft bestimmt weiter. Wo war denn der Wächter, der hier rumlief? Der mich eben fast bemerkt hätte. Wo ist er? Da haben wir einen Wächter. Mal los. Oh. Oh, da ist ja noch ein zweiter. Das Maul da hinten.
Hey! Bleib hier! Feigling! Schön leise jetzt. Über dem falschen Knopf. Da liegt ja einer. Hab ich hier zwei erlegt? Haben 20. Okay. Sauber. Sauber. Na, die dürfen mich im Moment nicht sehen, ne? Können wir uns hier? Ja. Ich bin bereit. Keine Wahl. Aua. Ja, ja, ich hab das Ausweichen noch von Days Gone drin. Hui. Und bei Days Gone ist es nämlich eher 1. Und hier ist es Kreistaste. Alles nehmen. Lohe, wunderbar. So, Sammellohen, noch einen brauchen wir. Wo sind denn die anderen? Boah, die Musik, so wunderschön da. Ich habe keinen Pfeiler mehr. Junge, Junge, Junge. So. Jetzt müssen wir aber die anderen langsam, aber sicher mal normal erlegen. Weil gerade habe ich ja die Lohe kaputt geschossen. Das ist natürlich nur für ein Leveln gut. Aber nicht, um die Quest zu beenden. Ah, da hinten ist schon wieder einer, der hat uns was gesehen. Oi, oi, hi. Zeig mir dein Auge! Und ich, Opa.
Hey! Da hinten. Ihr seid dahin. Kommt ihr jetzt gerade zurück? Ich möchte uns so verstecken. Ja. Das werde ich noch brauchen. Dann holen wir uns mal die dritte Lohe. So, stelle Feuerpfeile her. Na, Moment. Nein. Nein. So, einmal. Kümmern noch einmal, alles klar. So, dann müssen wir jetzt die normale Pfeile haben, die Stolperfalle besorgen. Das muss Arana sein und sie steckt in der Klemme. Ja, ja, ich bin unterwegs. So, hilf mir doch jemand! Ich bin umzingelt. Da oben. Da hinten. Ich kann nicht runter. Hilfe! Einmal. Ja, vernichte sie. Bitte. Ja, Moment. Es war zwar gar nicht der, den ich haben wollte, aber auch nicht schlecht. Bleib doch mal stehen. Boom hat's gemacht. Danke, dass du mich vor diesen Maschinen gerettet hast. Ja, Moment, ich rede gleich mit dir. Aber im Gegensatz zu dir weiß ich, was man mit Metallschrott anfängt. Na gut. Das wissen die meisten von denen ja auch. Und eine hiervon. Danke. Ich dachte schon, die Wächter reißen mich in Stücke. Dein Vater schickt mich zu dir. Es ist Zeit, heimzukehren. Dachte ich mir. Aber ich kann nicht zurück, bevor ich nicht den Speer von diesem Plünderer habe. Der Speer? Dieser Speer scheint dir viel zu bedeuten. Meine Mutter hat ihn kurz vor ihrem Tod gemacht. Und mein Vater hat ihn einfach verloren. Das wollte er nicht. Plünderer sind gefährlich. Ich weiß. Aber ich ertrage es nicht, ihn nie wiederzusehen. Also so ein einfacher Speer, eigentlich ein bisschen übertrieben. Dein Vater ist krank vor Sorge um dich. Er sorgt sich schon, wenn ich kurz zum Austreten hinter einen Busch gehe. Er will dich bloß nicht verlieren. Ich weiß. Aber ich wünschte, er würde nicht so oft schimpfen. Was hat dich auf diesen Baum verschlagen? Ich bin dem Plünderer zu Mutters Wiege gefolgt. Hab ihn sogar kurz gesehen. Doch da sah ein Wächter mich und rief seine Meute. Ach, Urmutter. Ich bin wohl eine zu schlechte Jägerin, um den Speer zurückzubekommen. Na ja, dann machen wir das. Ich suche deinen Speer.
Wirklich? Oh, danke. Such du deinen Vater. Sein Bein hat versagt, als er nach dir suchte, gleich südlich von Mutterherz. Oh nein. Okay, ich gehe sofort zu ihm. Nochmals danke. So. Questmenü. Auf dem Fußstapfen der Mutter, jawohl. Die wollen wir nehmen. So. Wo müssen wir denn dafür hin? Ich sehe gerade nichts. Ich sehe gerade keine Markierung, wo ich hin muss. Kreuzige Grata. Da gehen wir zuerst kurz hin. Wer? Wer brüllt denn hier so? Brom, kannst du mich hören? Mal hinten. Brom, bitte, hier ist Solara. Wow. Da sitzt einer. Sag mir, nach wem rufst du? Brauchst du Hilfe? Ich habe nichts gegen Ausgestoßene, aber ich sollte nicht mit dir reden. Ich will keinen Ärger. Hier ist aber sonst niemand, der helfen könnte. Du hast wohl recht. Tut mir leid, ich wollte nicht gemein sein. Mein Bruder war ausgestoßen, jedoch nur auf Zeit. Er hätte heimkommen sollen, ist er aber nicht. Und sein Lager war voller Blut. Du sagtest, das Lager deines Bruders war voller Blut? Die Krieger wollten ihn suchen und fanden es so vor. Ich frage mich, was passiert sein könnte. Ist er wirklich tot? Oder doch nur verwundet? Hat er Schmerzen? Braucht er Hilfe? Diese Ungewissheit ist unerträglich. Was machst du ganz alleine hier draußen? Ich habe täglich eine Kerbe in die Wand geritzt, bis Broms Strafe vorbei war. Aber auch nach 3 weiteren war er nicht zurück. Ich bat die Stammmütter, Krieger zu ihm zu schicken. Doch sie fanden nur ein Lager voller Blut. Die Krieger glauben, dass er tot ist, aber ich muss die Wahrheit wissen, darum wollte ich ihn suchen. Warum wurde dein Bruder verstoßen? Brom war immer ein bisschen anders, ein bisschen wirr. Einer der Jäger war gemein und ließ ihn nie in Ruhe. Ich war nur eine Stunde weg. Der Jäger stellte ihm nach, doch diesmal schlug Brom mit einem Stein zurück und brach ihm den Schädel. Geister hätten es ihm befohlen, sagte er. Die Stimmen der Vergessenen. Es kostete ihn 10 Jahre. Hätte ich ihn nur nie allein gelassen. Was meinst du mit Vergessenen? Die Urmutter verdammt treulose Frevler und verbannt sie aus ihrem Gedächtnis. Diese verlorenen Geister sind die Vergessenen. Brom hat oft gesagt, sie sprechen zu ihm. Befehlen ihm Dinge. Es war so schwer für ihn. Und ich konnte ihm nicht helfen. Ich werde versuchen, deinen Bruder zu finden. Wirklich? Dann lass mich mitkommen. Ich bin keine Last. Ich weiß, wie man unbemerkt bleibt. Ich bin allein schneller. Wenn es so sein muss, finde ihn einfach.
Bitte. Ah! Ui! Das war knapp. Ich wollte auch hier reinspringen. So, Krater, wir kommen. Aber ja klar, dass wir hier jetzt nicht hochkommen. Müssen wir hin. Meine Hände leer sind, bin ich sicher in deinem Becken. Hallo, Grater. Urmutter, seit meiner Verbannung bin ich nicht so beständig gewesen wie ein Fluss. War ich nicht standhaft wie ein Stein? Sei mir gnädig, Urmutter. Und sorge erneut für mich. Freu dich, Grater. Wieder einmal beschert die Urmutter dir... Kaninchen. Urmutter, deine Stimme peitscht wie ferner Donner. Ich höre die Klagelieder, Urmutter. Ich würde einstimmen, aber war meine Gebetsperlen am östlichen Ausblick vergessen. Fürchte ich. Warte in deinem Lager auf mich, Grater. Ich... tu, was ich kann. Jo. Eine Mission abgeschlossen für sie. Direkt eine neue bekommen. Mit diesem herrlichen Panoramaausblick verabschiede ich mich für diese Folge von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Freue mich über jeden Kommentar, über jedes Like, wer noch nicht abonniert hat, auch über jedes Abo. Und dann sehen wir uns, hoffe ich doch mal, vor allen Dingen gesund, in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Horizon Zero Dawn. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und sage Arrivederci, winke winke und goodbye, euer, dein Aiden Croft.